Oh, servus Leute, heute sind wir hier beim Goldwaschen unterwegs. Ja, ich habe immer meinen Bundeswehrspaten dabei. Die Rinder habe ich schon gesetzt. Ein bisschen geschaufelt habe ich auch schon. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsieben und schauen wir mal, was wir finden heute, oder? Der Bach ist auf jeden Fall schön abgelegen. Ja, gucken wir mal. Mit der Pfanne habe ich ein paar Flitter gefunden. Gucken wir mal. Ihr wisst ja, Glück auf. Und wenn nicht, Spaß gemacht hat es trotzdem. Also bleibt dabei und viel Spaß. So, jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Ja, mein Sohn will mir auch immer mithelfen. Das macht auch riesen Spaß, gell? Ja. Ha? Und vor allem, wenn man Gold findet und wir werden dadurch ganz reich. An Erfahrung, aber nicht an... Übertreib jetzt mal. Ja. Schön weiterschaufeln. Und der Papa ruht sich aus. Hey, das ist auch viel. Immer schön füttern die Waschrinne und hoffen, dass da wirklich viel Gold dabei ist. Jetzt tun wir mal unsere Goldwaschrinne säubern. Die ist schon recht voll. Gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Die Strömung ist echt stark. Also muss man echt sagen. Stellen wir mal die Goldpfanne dahin. Jetzt gucken wir mal. So, langsam anheben. Hier rein.
Gibst du mir noch den kleinen Eimer da drüben, bitte? Hier, schau mal. Dankeschön. Klappt's? Ja. Oh, schau mal, da ist schon Menge Gold drin. Oh ja, wir sehen schon ein bisschen Gold. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie es sich auswaschen tut. Ich hoffe, wir haben sehr viel Glück. Ja, klar haben wir Glück. Alle Goldsucher. Man hat immer Glück, wenn man nach Gold sucht. Wenn man nicht sucht, hat man kein Glück. Ja. Also der Gold wäscht, der findet auch was. Der kein Gold wäscht, findet auch nichts. So einfach ist die Sache. Ja. Da macht man nicht viel herum. Weil faule Leute, die möchten nicht. Die müssen halt Gold. Wer nicht möchte, der kann halt kein Gold. Der kann halt kein Gold verdienen. Ja. Okay. Leute, die nicht waschen, haben kein Gold. Jetzt haben wir die Rinne ausgewaschen. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, wir haben Gold drin. Jetzt versuchen wir mal, das Gold auszuwaschen. Gucken wir mal, was alles drinnen ist in der Pfanne. Wir haben aber auch noch nicht so tief gegraben. Also, wir sind eigentlich nur aus Erholung hierher jetzt gekommen, weil das Goldschaufeln am Fluss, das macht einfach eigentlich nur Spaß. Ja, also. Man versucht die Pfanne immer leichte Bewegungen hin und her zu schwenken, damit das leichte Material einfach vom Gold abgewaschen wird. Und schaut her, da ist schon ein Flitter wieder. Haha! Ich und mein Junge sind fündig geworden. Wir sind reich an Erfahrung, aber nicht einmal an der Kohle. Also, so, wir schaufeln hier jetzt schon 2 Stunden und haben 2 kleine Flitter drin. Aber Flitter ist Flitter, gell, Jungs? Und? Ich kann da nichts sagen. Schaut her. Ich weiß nicht, seht ihr das? Guckt mal her. Hier ist er. Na her. Da ist das Goldstückle. Da ist er. Man sieht es vielleicht ganz schlecht, aber ein paar Millimeter. Nee, nicht einmal. Also, Finger weg. Du bist ja gleich gierig, ha? Willst reich werden. Da Nein. Da ist er. Ja, mit dem Finger einfach mal rauszucken. Schau, zeig mal her. Da. Siehst du? Nein, das ist ein Kies. Da ist dieser kleine begehrte. Ja, die reich. Ja, da ist dieser begehrte Schatz, den wir Goldsucher immer suchen. Nee, noch nicht ganz reich. Wir brauchen mehr Gold. Viel mehr, gell? Ja. Aber da ist er. Oder wir sammeln. Egal, wir sind fündig geworden und das ist hier die Hauptsache an dieser ganzen Sache. Was wir machen, machen wir aus Spaß, weil es uns halt... Ah, da ist nochmal einer. 2 Stück. Der zweite ist etwas kleiner. Juhu! Ciao! Pot! Einiges an Goldsplitter gefunden. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Ich habe jetzt mal das Gitter gleich rausgetan, Streckmetall. Jetzt guck. Aber Gold habe ich jetzt hier auch schon gesehen. Es gibt auf jeden Fall Gold. Also so ist es nicht.
ich packe jetzt auch schon langsam. Immer doch schon ein bisschen. Aber sie funktioniert gut. Ich wasche immer mit meinen eigenen Goldwaschrinnen. Also hier sehe ich schon einen Flitter auf jeden Fall. Hier ist er. Kann ich ihn bewegen? Ja, schaut mal her. Seht ihr das? Hier oben. Hier. Cool, oder? Das ist Gold. Haben wir was gefunden. Und das ist auch hier mehr drin in der Pfanne, aber das mache ich dann zu Hause. Das ist wirklich ganz feines Gold, aber ein schöner Goldflitter. Guckt mal her. Cool, oder? Seht ihr das? Hier. Hier ist er. Hier ist das schöne Stück. Das Gold der Begierde. Einfach nur geil. So Leute, das war's jetzt mit dem Goldwaschtag heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, like, abonniert und kommentiert. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Goldwaschen und Glück auf!